Hallo und herzlich willkommen, meine Genossin, und wir zocken heute eine Runde Schmerz auf der PS3. Mit dabei habe ich Mr. Eskalation aka Nico. Hallo Nico. Hallo Chris und hallo. Hallo Chris, deine Abonnenten. Ihr seid richtig korrekte Typen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir zocken jetzt Schmerz. Wir werden jetzt hier Karten bis für eine Lobby finden, weil das könnte eventuell ein wenig dauern. Und ja, dann suchen wir nun erstmal. So, alles nach klar. Nach langem Versuchen haben wir es doch geschafft. Ich muss das gleich erstmal noch synchronisieren hier. Ist am Anfang hier mit Countdown eigentlich? Ja. Dann ist gut. Synchronisierst du immer? Warum nein, nicht immer, aber... Warum überhaupt? Damit es passt. Ach so, damit du... Damit Sound und Video zusammenpasst, schlau. Weißt du? Stimmt. Ja, deswegen frage ich, ob es hier Zahlen gibt. Ja. Muss ja wirklich sein, ehrlich. Ich glaube nicht. Sag ich ja. Runde 1. Siehst du, geht auch auf. Co-op macht ja so viel Spaß. Ja. Gut, jetzt passt es aber. Ja, jetzt damit kann ich synchronisieren, das passt auch. Oh. Ja, wir spielen übrigens Schmerz auf Vorort. Boriert natürlich. Ja. Nur der Ort davor. Ja. Also sprich, der Vorort ist vor der Geister, vom Geisterhaus. So, jetzt haben wir's. Bist du im Ort, wo man runterspringt? Ich finde das so scheiße, dass das Schmetterlinge rauskommen. Ja. Der Schmetterling ist noch voll schön. Ach so, ja, Zombies töten wäre eine Option. Mach ich doch schon. Ja, ich hab's gerade voll verpennt. Ich laufe gerade voll rum, jetzt habe ich einen Kill gesteelt. Wer ist denn aus meinem Team? Sind wir... Anzüge oder? Die sind Anzüge. Die Schwarzanzüge, ja? Ja. Nee, die Weißanzüge. Nee, weil die gelben, das sind ja auch so eigentlich Anzüge, weißt du? Das sind Schutzanzüge. Aber Anzug ist Anzug. Aber Anzug ist Anzug. Ja. Lass mich gerade einfach aus, ne? In GTA sind die aber orange. Wollen wir glitschen? Nein. Nico, der Glitcher kennt sich hier gut aus. Nikos sind immer irgendwie Glitcher. Ich weiß, Jungs, traurig, aber wahr, ich kenne mich hier wirklich aus. Meine Vergangenheit besagt, dass ich viel geglitcht habe. Aber ich habe mir einen neuen Account gemacht, das stimmt wirklich, frag Chris. Zu Mr. Eskalation. Ja. Wer ist das? Weiß ich nicht, so ein Hurensohn. Ne, Spaß beiseite. Und ja, das, weil ich alles geglitcht habe und so weiter. Und jetzt alles supi. Er redet über seine Vergangenheit. 1000 Likes und er macht eine Real-Life-Story darüber. Genau, so bist du da Bescheid, ne? Ist ja nicht so, dass du erst 200 Abonnenten hast. Ja, na und? Das Video kann natürlich viele Leute erreichen. Ich habe schon mal eine AN, ne? Sagen wir mal 100 Likes und dann passt das. Chris, ich unterstütze sie hier. Hast du dir auch schon eine AN geholt oder bist du so ein Kistengeier? Nee, ich habe gerade einen in der Ecke eingesperrt. Ja, ich weiß, ich bin hier neben dir. Oh, hi Chris. Hi. Lust, den aufzuregen? Nee, oder ist das wohl? Der mit dem Messer? Lass mal den mit dem Messer aufregen. Ey, und der Gegnerteam ist ja eigentlich voll nicht gut. Der Gegnerteam? Die haben sogar Splitscreener drin. Die kriegen wir locker down. Müssten wir eigentlich. Ah, die besprechen sich, Chris. Denk daran. Ja, die haben jetzt gerade mal zwei Knochen. Entweder, okay, vielleicht haben sie noch einen Account, aber das glaube ich nicht. Bei mir connected alles so spät. Ist das normal? Nee, das ist nicht. Ah, ich hätte ihn noch down gehen lassen können eigentlich. Was mit Schmerz? Ja, die Lobbys sind meistens scheiße. Ja. Mein Messer. Und man findet auch voll scheiß Lobbys, also so generell. Und es dauert auch erstmal ein bisschen, bis man welche findet. Also jetzt ging's gerade, ist das. Nee, das ist von uns. Geh mal hin und blocken wegen Wiederbeleben. Ich bin gerade selber ein bisschen weit weg. Bin eigentlich direkt hinter dir. Ja, ich bin direkt dabei. Ich pass nur auf, dass der nicht wiederbelebt werden kann. Aber dafür könnte ich Hilfe gebrauchen, aber obwohl wir sind alle hier, ne? Ja, jetzt grad schon. Ja, kommt einer. Mann, lass mich doch nur gucken, ob meine Schüsse connecten, Mann. Die connecten eine Sekunde später. 0,5 Hilf mir mal, Sekunden. Den Typen hier wegzumessern. Warte, da kommt noch einer. Noch einer. Schieß an. Wegmessern. Ah, ihr messert in die falsche Richtung, Jungs. Ich messe aber richtig.
richtig gemessert. Ja, aber irgendwie ist er, hat er sich nicht wegbewegt. Nee, weil wir die alle blockiert haben, die Wege. Meine Schüsse connecten echt zu spät, Digga. Das macht keinen Spaß. Was hast du denn? Du hast auch eine Tuba. Ich habe auch eine Tuba. Jetzt habe ich wieder Free. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nur Free. Ja, ich spiele aber auch einen. Also ich spiele Sniper oder was? Hm? Spielst du Sniper? Mhm. Das ist natürlich. Ich will die Paradiser haben. Ist besser, als hätte das ein Gegner. Ja, ja. Ist auch richtig, aber ich krieg bei Schmerz immer so viel Scheiße an der Kiste, dass ich mir immer erst eine Wandwaffe hole. Und zumal ist die AN eh so OP, dass man sich die ruhig kaufen kann. Ich würde sagen, wir machen eine Schmerz High Round, ne? Runde 70 ist drin. Na klar. Musst du mal bringen, Alter. Schmerz High Round spielen. Na, ab Runde 20 wird es anfangen, dass die nicht klarkommen und anderen sterben. Ich hab mal nur mit Randoms gespielt, gegen Mario und so, und die hatten halt ein Vierer-Team und ich nicht. Ich war halt mit Randoms und die haben auch gequittet und so. Hm. Und trotzdem hab ich's abgezogen. Das war immer noch das Geilste. Ich kann natürlich auch mal so mit Sally spielen, fällt mir gerade so ein. Kriegsmaschine, hier. Alter, ist klar. Lass mich mal zu Ende sehen hier. Ja. Julian, ne, der war gequittet. Sie waren doch kein Vierer-Team, sie waren ein Dreier-Team, aber ist ja fast dasselbe. Einer von uns down. Der andere ist dann auch gegangen und so war das dann 2 gegen 1. Ich war halt der Einzige. Und dann habe ich Mario beim... Ich habe halt getrained, er hat getrained. Dann habe ich mein Train zu ihm gebracht. Er war zudem, ich die zusammenzuführen, ist gestorben. Und dann habe ich wieder getrained. Sander hat versucht, Mario zu beleben. Und dann habe ich meinen Train zu Sander gebracht und der ist dann beim Beleben gestorben. Okay. Und ja, das ist natürlich. So müssen wir das halt auch versuchen, das wäre eigentlich richtig nice dann. Ja, ich meine, die haben gerade schon einen Down kassiert, okay, der von uns auch, aber. Ja, die sind nicht schlecht, aber der Messer im Kopf könnte schon Skill besitzen. Ja, der schon. Ja, den müssen wir auch irgendwie down kriegen. Naja, vielleicht auch alles nur erglitscht, ne, also. Ja, das weiß man nie, aber trotzdem müssen wir ihn down kriegen. Oder Shotguns Account gekauft und so schlecht gespielt, dass er runter ist auf Messer. Das wäre traurig. Lass mich rein, du Hurensohn. Messer mich da nicht raus. Wo seid ihr? Im Geisterhaus. Ich will mir die AN gönnen. Wir okay, ist einer von uns oder ein Gegner? Gegner. Aber ich bin schon drinnen gewesen. Die sind da hinten beim Geisterhaus, das machen da viele irgendwie, ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß, ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin voll oft oben in den Minenschächten, da hast du voll deine Ruhe, da schießen dich keine Gegner an und so. Aber ich will jetzt mal ein bisschen offensiv, ja, nee, lass erstmal ein bisschen offensiv bleiben. Ich muss eher noch Punkte machen für Jack und so. Ja, ich auch. Ich meine, wir kriegen in Minenschächten zwar Zombies auch, aber nicht so viele wie hier unten. Und Schmerz hole ich mir aber immer so richtig spät, Jack, so Runde 10, 20, ne, 20 nicht aus. Ab Runde 15 mache ich spät. Mann, das nervt doch, du Hornsohn! Du erreichst damit nicht. Ja, die holen. Ja, lass ihn doch schießen, seine Muni. Trotzdem. Ja, das nervt schon, aber. Du weißt nicht, wie schlimm das im Schmerzturnier war, Alter. Da konntest du dich gar nicht richtig bewegen. Irgendwo noch welche. Nee. Ach komm schon, Jungs, das ist nicht schön. Jetzt haben die auch noch die Nuke kassiert, oh nein. Deswegen kriegen wir kein Geld, finde ich nicht gut. Ja. Hat er die Paralyzer? Nee. Ich krieg keine Kills. Er schießt mit seiner Mark II auf mich, ist er dumm? Hey, der weiß. Soll er mal seine Muni verballern, Alter? Der weiß, wie man halt Leute ablenkt. Ja, denke mich damit nicht ab. Ich nerv jetzt die anderen im Geisterhaus. Ja, da sind fast alle, ne? Obwohl, ja. Ne, hier sind 2 aus dem Gegnerteam. Da sind da 2. Wenn man logisch denken kann. Ich glaube, die unterhalten sich. Sind das die Knochen? Ne, das ist der eine. Ne, die Knochen sind, glaube ich, bei mir. Ja, das ist der Schädel mit dem Messer. Also. Einmal Schädel und einmal Messer. Ja, die Connection ist wirklich ein bisschen komisch. Jetzt fällt es mir doch gerade auch ein bisschen auf. Ja, und leider sind es die mit den guten, die im Geisterhaus sind.
die halt auch einen Schädel haben. Das ging so. Auch so down. Ja, natürlich, aber. Erstmal prohaft rum spielen hier und dann. Passt das. Wann spiele ich denn nie prohaft rum? Weiß ich nicht. Eben bei Die Rise Runde 25. Oder bei Origins Runde 2. Krieg den Starten Origins am PC einfach nicht hin. Teddy. GG. Glaubst du, hat einer schon Paralyzer? Nee, bislang nicht. Also zumindest zeigt er sich nicht damit. Würde ich auch nicht machen. Damit die ihr Geld verschwenden. Das ist voll die, das ist die beste Idee, die du machen kannst, ne? Was denn? Achso, die Paralyzer nicht zeigen, damit deine Gegner versuchen, dich zu kriegen. Genau, damit die immer noch Geld verschwenden und sich keine Perks kaufen oder so. Ich kaufe mir gleich schon Jug. Ich nicht. Einfach so safety-mäßig. Nein, ich nicht. Geil wäre es, wenn Schmerz Quick Revive auch nur 500 Punkte kosten würde. So wie ein Solo. Weil du das in Schmerz echt brauchst. Ah, eigentlich schon. Eigentlich bräuchte ich auch Muni, ne? Nervig also. Ist, dass halt so viele dich einfach nur nerven und so. Ja, immer rumspringen, anschießen, messern, Granaten genau, werfen. Ja. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Das fuckt schon ab. Hahaha. Der eine feuert sich ab, weil er bei Eselstritt ist, weil er rumgelaufen ist. Na, wo ist denn die Kiste? Ach, die ist oben, ne? Kann sein. Ja, ich geh da mal hin. Dann bleibe ich auch da. So, wer feiert sich bei Eselstritt? Hier ist doch gar keiner. Na, eben war da einer. Oder meinst du was Speed Cola? Nee, Eselstritt. Nein! Da unten oder was? Nee. Nein, würde ich was sehen. Was? Die Brücke da. Die kaputt geht. Ach so. Da falle ich jedes Mal wieder drauf rein. Ich habe mir eben schon gedacht beim Laufen. Ja, fall da nicht drauf rein. Denk dran, die Brücke geht kaputt. Ist aber ein Schaubursche, dass du daran denkst. Oh, es leckt. Leckt bei dir auch gerade so hart? Nee. Boah, bei mir ist gerade richtig übertrieben. Ja, das Ding ist mit einer 50k. Der Zombie ist sogar stehen geblieben. Das Ding ist, mit einer 50k Leitung kann ich noch auf 2 Bar spielen. Warte. Also, ich bewege mich ohne zu laggen oder so. Das Einzige, was halt ist, meine Schüsse kommen 0,5 Sekunden später an. Ja, bei mir war es eben auch nicht, dass es irgendwie geleckt hat, aber also jetzt gerade das erste Mal so. Da habe ich es richtig gemerkt. So, hier muss ich ja springen, stimmt ja. An die 200 Punkte brauche ich noch vom Muni. Komm mal, zusammenkriegen. Komm mal nach oben zu Quick Revive, da ist die Kiste. Nicht. Zum Mann. Alten Quick Revive meinst du, das Schmerz steht das ja in der Kirche. Ja, stimmt. Ja, aber wo ist denn dann die Kiste? Ich überlege gerade, wo überall. Oben bei Eselstritt ist auch ein Kistenspot. Ja, habe ich schon geguckt. Ah, Schlossverkauf. Ja, GG. Wo gehe ich? Ich gehe gar nicht. Das wird mir dazu stressig. Ich habe mir erstmal Muni gegönnt. Ich übernehme in der Zeit lieber die Zombies-Seite mal ein bisschen Punkte. So muss das sein hier, mein Freund. Ich habe die Paralyzer. Ja? Gee, ja, ich habe sie schnell weggenommen. Ich hoffe, dass sie es nicht gesehen haben, aber ich glaube erst schon. Ja, die labern eh nicht über Voice-Chat oder so, glaube ich. Wenn dann die Splitscreener nur. Also könnte ich es eh nicht irgendwie mitteilen. Ja, das reicht. Also ich glaube. Der Einer aus unserem Team geht echt ab, Alter. Der hat 77 Kills. Also ich denke mal, wenn ich sie hätte oder so, dann würden sie mich, glaube ich, auch messern, so wie die spielen. Ja, gerade ehrlich gepuncht. Nico, du hast noch keinen Jugger, ne? Nee, ich mach jetzt Geld dafür, weil ich die achte mal drauf, wenn du hast ja noch keinen Jug. Achte mal drauf. Fleisch, das Fleisch. Shit. Pass auf, der eine Typ hat Fleisch. Hä, er wirft es einfach dahin. Anstatt einen von uns damit abzuwerfen. Aber ist in Ordnung. Nee, die wollen Geld machen, also farmen. So, ja, okay. Also, wenn du siehst, dass einer punchen geht, ne? Nimm eine Granate in der Hand, lass dich down gehen vor der Pack-Punch-Maschine und bleib einfach davor liegen. Dann können die ihre Waffe nicht rausnehmen. Das haben die mal bei mir gemacht, Alter. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Die kamen okay, richtig mit Tricky Ticks an. Ich habe gegen so ein ganzes Viererteam halt gespielt. Die waren richtig gut zusammen. Aber wenn du natürlich Duck kaufen willst, dann würde ich das nicht unbedingt machen. Ja, erstmal muss ich Geld dafür machen. Ja, eben, solange du keinen Duck hast, kannst du das ja machen. Weil der eine hat gerade schon seine Waffe gepuncht, da ist mir gerade eingefallen. Ja, ich stehe da jetzt einfach mit dem anderen Typen, der die gepuncht hat. Ja, ich stehe auch hier hinten, weil ich mir gleich Quickwolf kaufe. Schmerz braucht man eh keine Punkte, außer für Muni. Aber ich frage mich echt, wo noch ein Kistenspot ist. Das, ja, aber es ist dritt. Ja, aber da ist es doch nicht. Und oben, vom Haus. Wenn du im Anfangsraum, sag ich ja, mal. Da ist sie auch nicht. Nee? Nein. Also ich meine nicht direkt neben Haus, ne? Im Haus, drin. Ja, ja, ich weiß schon. Okay. Ja, wo könnte denn aber hier noch ein Spot sein? So gut kenne ich mich jetzt auch nicht auf Barry Schmerz aus, aber... Also Eseltritt... Bei Juggernog 2 oben dann bei Speed, noch einer. Bei Speed Cola ist noch einer. Also der ist zumindest normal einer. Oh, wo steht ein Speed Cola nun? Ja, stimmt, da ist die Kiste. Beziehungsweise, da steht ja Speed Cola, steht da in Schmerz, da ist die Kiste auch. Ja. Okay, dann bist du schon Paralyzer schon. Ja, ja, aber mich hat das trotzdem interessiert. Einer vom Gegner. Okay, nice, der geht jetzt schon die ganze... Das ist der mit der Mark II. Ich bin auch down. Ja, ich hab Quickwolf, ich komme. Das kommt, der hat mich angeschossen. Hier sind alle drei übrigens. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja. Bin gleich da. Nerven mich, sie feiern sich gerade voll, aber dabei hatte ich keinen Jug. Zack, einfach hinlegen, gut ist. GG, danke. Ich habe keine Muni mehr, ich muss mit der Paralyzer schießen. Ist er ist am T-Baggen, Alter, mit seinem Knochenrang. Und jetzt geht er down. Hat er gemacht? Scheiße! Die haben sich voll gefeiert, haben Zombie geteabagt, sind dabei down gegangen. Genius, Alter. Oh nee, ey. Oh, meine Schüsse connecten nicht. Egal. Oh, das war genial. Das war genial. Ich liebe es einfach, bei Gegnern zuzugucken, wie sie down gehen. Oh, okay. Knochen ran, Junge. Da sind wieder die Pros am Start. So, ne? Okay, wir waren alle mal Knochenrang damals. Vor fast 2 Jahren. Ich war früher nicht so der Zombie-Spieler, aber ich habe meine Knochen doch wohl schnell verloren und als ich dann meinen Schädel hatte, habe ich das noch gefeiert. Und dann habe ich aufgehört und habe ich später wieder angefangen und dann war ich der größte Scheißnoob. Na, ich habe hier auf dem Account auch nur einen Totenkopf, weil ich am Anfang bei Black Ops 2 zumindest nicht drauf klarkam, Alter. Das war nicht wie Black Ops 1, weil ich habe halt mit Black Ops 1 angefangen. Kühne Toten, so, ne, die ganze Zeit nur durchgesuchtet, die Map. Muss aber und dann Transit, geben. Weißt du, dann Transit. Das ist so ein Unterschied. Ich muss aber zugeben, ich habe mit Black Ops 2 angefangen. Also mein erstes Call of Duty war Black Ops 1, Steinigen. Aber ich hab Zombie-Modus einmal gespielt, das hat mir nicht gefallen, dann habe ich es auch nie wieder mehr angerührt. Und dann habe ich mit Black Ops 2 sozusagen angefangen. Steinigt ihn. Ja, ich hol ihn. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg, ich mach nur kurz unseren Zombie tot. Ja, warte, der ist direkt am Spawn, das kann man gut kontrollieren. Ja, wenn du mir die Zombie... Okay. Da kommen Zombies rein bei dir. Da liegt schon wieder einer, ja, ich hab ihn Gegner. Schon. Der hat eine Raygun, der kann mich schätzen. Achso. Denk mal, der hat sich gerade selbst getötet, der war halt an einem Zombie-Spawn und hat da wahrscheinlich mit der Raygun unnötig geschossen und hat sich so selbst down gekriegt. Wahrscheinlich hat er das. Ja, das traue ich solchen Leuten zu. Ich auch. Aha. Okay, ich hab jetzt auch Juggernog. Oh, wer liegt denn da jetzt? Achso, ist schon wieder einer von den Gegnern. Ja, das lass dich Zombies leben. Ach, du bist ja gar nicht. Ich dachte, du wärst hier gerade angekommen bei mir. Ist das ein Splitscreener? Ja, guck. Ah, nee, das ist dann mit Messer. Okay, ja, kannst du nicht machen. Ja, kannst du nichts machen, wenn sie auf dem Boden liegen. Das ist die Scheiße am Rundenwechsel. Bei Schmerz wäre es viel geiler, wenn es einfach auf Zeit gehen würde und nicht auf Runden. Dass einfach immer mehr Zombies kommen, die ganze Zeit durchgehend, weil dann ist es schwieriger mit Wiederbeleben. Er hittet sich erstmal selbst an mit Granate. Was ich jetzt auch noch machen wollte, irgendwie so eine Falle mit der Dampfschleuder aufbasteln. Ah, ja. Aufbauen. Ja, das kann man hinten bei Jack machen. Da kann man das so machen, dass sie oben einkämpft werden und dadurch direkt down gehen. Das habe ich mal mit Engfing gemacht. Ich weiß nicht mehr mit wem. Was ich jetzt machen wollte, mit war. Mike, ja.
Mit Killing Buddy?